Autistin rezensiert Wochenendribellen. Von existenzieller Angst, Ehrfurcht, Begeisterung bis zu tiefer Rührung hat mich der Film Wochenendribellen einige Emotionen durchleben lassen. Warum? Erkläre ich dir in meinem Review und Filmkritik aus meiner Perspektive als Autistin. Hi, ich bin Nela Autistin, BVB-Fan und mache üblicherweise keine Filmkritiken oder bin in Kinos anzutreffen. Auf meinem Kanal bin ich Autismus- und Inklusionsaktivistin. Gebe Einblicke in mein neurodivergentes Leben und mache mich stark für Barrierefreiheit, Gegendiskriminierung und enttarne Falschinformationen und Mythen über Autismus und ADHS. Dieses Review zum Film mache ich, weil es im Film eine autistische Hauptrolle gibt. Wenn ich an autistische Rollen in Filmen und Serien denke, denke ich aus autistischer Sicht statt an Chancen, leider besonders an die Risiken und bekomme Angst. Denn die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass sich dadurch oft sehr Stereotype, klischeebehaftete und falsche Informationen über Autismus in den Köpfen der Gesellschaft verfestigen. Damit entsteht für die autistische Community und unsere jahrzehntelange Aufklärungsarbeit oft großer Schaden. Ich durfte den Film bereits vor dem offiziellen Kinostart am 19. September bei der Deutschlandspremiere in Berlin sehen und dort auch Jason kennenlernen. Jason ist Autist. Und einer der beiden echten Wochenendrebellen, auf dessen wahren Geschichte und Buch Wir Wochenendrebellen der Film basiert. Außerdem habe ich vor ein paar Tagen persönlich in einem Livestream mit Jason über den Film, die Entstehung und seine Möglichkeit, auf das Ergebnis des Films Einfluss zu nehmen, gesprochen und auch kritische Fragen dazu gestellt. Dieses exklusive Wissen und meine Erkenntnisse aus dem Gespräch fließen in mein Review mit ein. In der Videobeschreibung findest du die Aufzeichnung meines Livestreams mit Jason und alle sonstigen Quellen und Informationen verlinkt, sowie Zeitstempel, um direkt an die Stellen im Review zu gelangen, die dich interessieren. Folgende Bedenken kläre ich in meinem Review auf. Erstens, wollen hier wieder nicht autistische Menschen über Autismus aufklären? Werden Falschinformationen über Autismus verbreitet? Ist die Darstellung von Autismus authentisch? Ist die Darstellung von Autismus stereotyp und klischeebehaftet? Wird falsches Wording verwendet? Und an dieser Stelle schon mal ein Spoiler vorab zu meinem Review. Meine Ängste waren hauptsächlich unbegründet. Du kannst also entspannt meinem Review lauschen. Worum geht es im Film? Kurz, im Film geht es primär um die Mission von Vater Mirko, seiner Verantwortung für das Wohlbefinden seiner Familie und seiner Vaterrolle gerecht zu werden und die entstandene Distanz innerhalb der familiären Beziehung. Insbesondere zu Sohn Jason zu überwinden. Über den Wunsch von Jason, einen eigenen Lieblingsfußballverein zu finden, können wir die beiden in diesem lustig unterhaltsamen Roadmovie auf ein Abenteuer begleiten und beobachten, wie sie gemeinsam auf die Suche gehen nach einem Verein, aber auch nach einer von Verständnis und Vertrauen geprägten Vater-Sohn-Beziehung. Im Kern handelt es sich um eine oberflächlich betrachtete Durchschnittliche, gut bürgerliche Familien mit zwei Kindern, Ben Lucy und dem zehnjährigen Jason. Die Care-Arbeit wird fast vollständig von der Mutter Fatima geleistet, während der Vater Mirko im Außendienst arbeitet und sich nur wenig am Familienmanagement beteiligt. Die Familie wird außerdem durch das Ömchen und Opa Gerd komplettiert. Auf emotionaler Ebene scheint Vater Mirko, der von Florian David Fitz gespielt wird, getrennt und kaum verfügbar. Auch nicht für seinen Sohn Jason. Die Mutter Fatime, gespielt von Eileen Tetzel, ist mit dieser emotionalen Distanz und dem Ungleichgewicht der Aufgabenverteilung absolut unglücklich am Ende ihrer Kräfte und macht ihre Grenzen und Bedürfnisse Mirko gegenüber nachdrücklich klar. Mirko erkennt langsam, wie sehr er sich entfernt hat, und als Jason den Wunsch äußert, seinen Lieblingsfußballverein finden zu wollen, verspricht er ihm spontan, dass sie ihn zusammenfinden werden. Dieser alltägliche Struggle, allen Bedürfnissen aller Familienmitglieder gleichwertig gerecht zu werden, als Eltern sich selbst und den Partner dabei nicht aus den Augen zu verlieren, während zusätzlich noch Anforderungen aus Schule, Job und Gesellschaft einwirken, ist den meisten Menschen gut bekannt. So findet fast jeder Zuschauende bereits zu Beginn der Geschichte einen emotionalen Zugang und es fällt leicht, sich mit den Rollen und Personen zu identifizieren. Diesen Struggle und Kampf mit diesen alltäglichen, aber oft unlogischen und ungeschriebenen Anforderungen oder unverstandenen Bedürfnissen erlebt der zehnjährige Jason, gespielt von Cecilia Andresen, besonders häufig. Jason ist autist. Bei ihm zu Hause ist Baby Lucy noch nicht in der Lage, sich an seine Regeln zu halten. Und in der Schule gibt es wiederum Regeln, die Jason nicht versteht. Dadurch erfährt er Ausgrenzung und Unverständnis durch seine Mitschüler und Lehrkräfte bis zur Androhung eines Schulverreises. Bei der Auswahl seines Lieblingsfußballvereins hingegen will er selbst die Regeln und Anforderungen bestimmen. Diese wichtige Entscheidung kann schließlich nicht ohne einen akribischen Auswahlprozess getroffen werden. Auf Jasons und Mirkos Suche nach dem Lieblingsfußballverein entdecken Vater und Sohn die Magie von Vereinshymnen. Gesängen, hinterfragen Rituale, scheitern an Barrieren und überwinden andere, finden kreative Lösungen und lernen ihre Grenzen, sich selbst und einander neu und besser kennen und verstehen. Zugleich treffen mit Jason und Mirko auch zwei Welten aufeinander, die durch die Fußballwelt miteinander verbunden werden. Meine größten Bedenken lagen bei der schauspielerischen Leistung. Zunächst auf dem autistischen Charakter Jason. Die erste Frage, die ich also recherchierte, war, ob Cecilio, genannt Cito Andresen, der den Jason spielt, ebenfalls Autist ist. Die Antwort ist er nicht. Warum wünschen sich AutistInnen echte autistische SchauspielerInnen? Die Problematik ist, dass erfahrungsgemäß die meisten autistischen Rollen, die von nicht-autistischen Schauspielern gespielt werden, in einer Regel alles andere als authentisch sind. Manche sorgen sogar für ein sehr verzerrtes Bild, das oft wie eine eher lächerliche zur Schaustellung wirkt von dem, was die eher unwissende Person als autistisch interpretiert. Diese Form des gespielten Autismus ist jedoch häufig genau das, was dann von der Gesellschaft als authentisch autistisches Verhalten erwartet wird, da es das Bild ist, dass sie nun darüber kennen. Ich glaube, ich kenne keinen autistischen Menschen, der noch nicht den Satz gehört hat: Du siehst gar nicht autistisch aus. Die Grenzen zwischen Schauspiel und Nacherfen sind hier fließend. Wenn es also um die Frage geht, wie gut die schauspielerische Leistung für eine autistische Rolle war, möchte ich ausdrücklich betonen, dass dies ausschließlich echte autistische Menschen wirklich einschätzen können. Und dass Zito den real existierenden Jason spielt, kann dessen Authentizität eigentlich nur Jason wirklich bewerten. Als Autistin kann ich aus meiner Perspektive sagen, Cito ist bislang der authentischste nicht autistische Schauspieler, den ich je gesehen habe. Wenn ich einen Preis für schauspielerische Leistung vergeben dürfte, dann würde er ohne Zweifel Cito gebühren. Ich bin sehr begeistert und froh, wie Cito Jason verkörpert und interpretiert. Jason sagt dazu, als ich das Casting-Video von Cito sah, war sofort klar, der oder keiner. Im Gespräch mit Jason verriet er, dass der Film nicht produziert worden wäre, wenn sie niemanden gefunden hätten, von dem er sich authentisch verkörpert gefühlt hätte. Daran war für ihn aber nicht die Bedingung geknüpft, dass der Schauspieler auch autistisch sein sollte, sondern dass das Ergebnis ausschlaggebend war. Diesen hohen Anspruch an Originalgetreue Interpretation hatten die echten wochenend rebellen bei der Rolle Mirko dem Vater nicht. Aber auch Florian David Fitz gelingt es mit seinem Spiel authentisch und emotional mitreißend, den Mirko zu verkörpern. Die Vater-Sohn-Beziehung mit ihren eigenen Dynamiken wirkt durchweg echt. Durch seine Performance gelingt Florian das Kunststück, Besonders den inneren Konflikt, den vermutlich viele Väter kennen, vom Druck der sozialgesellschaftlich anerzogenen und erwarteten Rolle des Versorgers, existenziellen Ängsten, dem Wunsch nach Anerkennung und Liebe und der Suche nach dem eigenen Platz im Beziehungsgeflecht Familie oder auch nach dem Vater und Ehemann, der er gerne unabhängig aller Norm sein möchte, spürbar werden zu lassen. Einin Tetzel mit ihrer Interpretation der Mutter Fatime hat mich direkt zu Beginn des Films in die Position von Jason versetzt, der mit Mami stets eine zugewandte, verständnisvolle, gütige Verbündete an seiner Seite hat, die ihn bedingungslos liebt, wie er ist, und mich mit der hohen Wucht ihrer tiefen und existenziell bedrohlichen Verzweiflung emotional so mitreißt, dass mich in die Position von Mepo versetzt Schuldgefühle durchströmen. Leider... Verschwindet die Mutter Fatima im Laufe des Films zunehmend aus der Geschichte und verliert an Intensität und Facette. Als liebendes Paar können mich Aline und Florian nicht überzeugen, auch wenn sie ein paar süße Momente haben. Aus meiner autistischen Perspektive finde ich die Interpretation des Opa Gerd von Joachim Kroll besonders bemerkenswert, denn dieser zeigt in manchen Szenen ein sehr deutliches Stimmingverhalten. Er vermittelt mir sehr den Eindruck, dass sein besonderes Verständnis für Jason auf einer sehr guten Erklärung basiert, die im Film so jedoch nicht zur Sprache kommt oder kommen muss. Joachim sorgt mit seinem fein nuancierten Spiel dafür, dass in wenigen Sekunden die Tiefe der Verbundenheit, des Vertrauens und wortlosen Verständnis zwischen Opa Gerd und Jason völlig außer Frage steht. Die Frage, ob überhaupt autistische Personen im Film mitgespielt haben, kann ich mit Ja beantworten. Denn von einem weiß ich es ganz sicher. Jason. Der echte Jason und der echte Mirko haben im Film einen Gastauftritt mit Text. Jason verriet im Gespräch, dass sie für die eine Szene, die im Film eventuell eine Minute füllt, sechs Stunden gedreht haben. Auch wenn sie in Person auf dem Bildschirm nur kurz zu sehen sind, möchte ich sie hier besonders hervorheben. Es ist ihre eigene autobiografische Geschichte, woraus ihr eigenes Buch Wir Wochenendrebellen entstand. Sie haben die Filmrechte an eine ausgewählte Person verkauft und waren an Drehbuch, Casting, Benennung von weiteren artistischen Beratenden, Schauspielerbriefing, Re Regie, Ton in unterschiedlich starker Intensität beteiligt. Sie gehen zu Interviews, werden in die Promotion ebenso sehr involviert. Wie die Schauspielenden ihrer Rollen. Und diesem Engagement verdankt der Film seine Finesse und macht ihn so authentisch und gut, wie er ist. Die Komposition von Regisseur Marc Rotelund ist selten überreizend und setzt Schlag auf Emotionen und Humor. Besonders die Szenen, in denen über Sounddesign und visuelle Effekte versucht wird, nicht autistischen Menschen einen Eindruck zu vermitteln, wie sich die Umwelt anhört und fühlt wenn die natürlichen Reizfilter im Hirn anders funktionieren, stechen heraus. Sie zeigen allerdings auch, dass der Film für die breite Masse produziert wurde und nicht für autistische Menschen. Bei diesen Szenen kann ich allerdings anrechnen, dass sie von einem Autisten stammen, denn für genau diese wurde Jason bezüglich seiner Wahrnehmung sehr intensiv eingebunden. Laut Jason stecken hinter einer Sekunde im Film circa 90 Minuten Gespräch mit ihnen. Ich war allerdings sehr froh, dass ich mich mittels Geräuschfiltern und Farbfilterbrille vor dessen Intensität etwas schützen konnte. Unnötig und für verzichtbar halte ich starke Lichteffekte. Diese kommen zwar kaum vor, aber dienen nicht der Barrierefreiheit für autistische Menschen, die sehr häufig auch von Epilepsie betroffen sind und sie erfüllen keine spezielle Funktion für die Geschichte. Am krassesten im positiven Sinne sind die Szenen in den verschiedenen Stadien. Ganz besonders die vielen Gänsehautmomente, wenn den jeweiligen Vereinshimmel gespielt wurden. Für mich als Fußballfan kann ich bestätigen, via Bild und Ton mitgerissen worden zu sein in das tiefe Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit, das ich sonst nur spüre, wenn ich tatsächlich auf der Seite stehe, aber auch das unangenehme Gefühl zwischen Menschen gequetscht, durch Sicherheitskontrollen geschoben oder im Torjubel mit Bier übergossen zu werden, wurde mittels Kameraführung und der Tatsache, dass meistens während eines regulären Spiels in den Stadien gefilmt wurde, sehr authentisch vermittelt. Auch ohne Fußballspiel gelingt es Marc und die Essenz, warum Menschen Fans von einem Verein werden, in diesen Film zu gießen. Mit dem Titelsong Rebellenherz von den Sportfreunden Stiller entstand eine eigene. Stadiontaugliche Hymne für den Film, die zugleich eine Hommage an alle Fantribünen und Fangemeinschaften dieser Welt ist. Anhand meiner eingangs geäußerten Bedenken bezüglich des Films möchte ich auf die kritischen Punkte des Films aus meiner autistischen Perspektive eingehen. Unterstützt der Film Asperger Supremacy? Falsches Wording kam zu Autismus an einer Stelle vor und das ist auch mein größter Kritikpunkt. Und zwar der Begriff. Asperger Autismus bei der Diagnosestellung von Jason. Da allerdings im kompletten restlichen Film der Begriff nicht mehr fällt, bin ich hier davon ausgegangen, dass es schlicht die originalgetreue Wiedergabe der Diagnosestellung vom echten Jason aus dem Jahr, ich glaube 2009, ist. Meine Vermutung hat Jason im Gespräch bestätigt und kritisiert, dass ausgerechnet diese Szene in manche Trailer hineingeschnitten wurde, was Unnötigerweise den Eindruck verstärkt im Film Finde Asperger Supremacy statt. Dennoch kritisiere ich, dass versäumt wird, an irgendeiner Stelle zu verdeutlichen, dass sich herausgestellt hat, dass die einst angenommenen Subtypen Asperger, frühkindlicher Autismus und atypischer Autismus nicht existieren, nie existiert haben und nicht existieren werden. Obwohl diese Subtypen in den aktuellen Diagnosemanualen ICD11 und DSM5 nicht mehr vorkommen und die Diagnose für alle autismus spektrum lautet, kann das alte und wissenschaftlich falsche ICD-10 noch einige Zeit verwendet werden. Das ändert jedoch den Fakt nicht, dass diese Subtypen nicht existieren. Wir sprechen vom Autismus-Spektrum und verschiedenen Unterstützungsbedarfen. Positiv hervorzuheben bezüglich des Wordings ist, dass im Film auch Begriffe wie neurotypisch, Meltdown und Spektrum stattfinden. Außerdem wird deutlich gemacht, dass es sich nicht um eine Krankheit handelt und Jason wird darin bestärkt, er selbst zu sein und für sich einzustehen. Zwar wurde der Film zum größten Teil durch nicht autistische Menschen produziert, doch durch die Tatsache, dass der Film auf einer wahren Geschichte beruht und mehrere autistische Personen und insbesondere Jason in alle relevanten Aspekte des Films involviert waren, konnte mich das Ergebnis davon überzeugen, dass dieser Film mit und nicht über Autistinnen entstand. Da im Film allerdings nur die Geschichte eines Autisten erzählt wird, besteht die Gefahr, dass das gezeigte Spektrum verallgemeinert wird. Hier fehlt mir an irgendeiner Stelle im Film der explizite Hinweis, dass du wenn du einen Autisten kennst, du exakt einen Autisten kennst. Und ein autistischer Mensch auch ganz anders wahrnehmen, agieren und dennoch autistisch sein kann. Jason verkörpert oberflächlich betrachtet das stereotype, zügelliebende, ehrlich-direkte, reizempfindliche, nerdige männliche Genie und bedient damit die gängigsten Autismus-Klischees. Leider versäumt der Film die Chance mit einer autistischen Rolle, die nicht männlich, nicht weiß, nicht hochbegabt ist. Mit den stereotypischen Klischees zu brechen. Ohne besonderen Einfluss auf die Geschichte hätte die Situation mit Opa Gerd etwas verändert werden können. Er hätte schlicht statt auf seinen Vater auf seine Mutter verweisen können oder statt Opa Gerd hätte das Ömchen diesen Dialog führen können. Die Befürchtung, dass Jason als einziger Autist in der Familie dargestellt wird und damit die in der Regel genetische Vererbung als Ursache in Frage gestellt wird, löst sich auf, als im Laufe des Films deutlich wird, dass Jason Bull nicht der einzige Autist in seiner Familie ist. Die weiblichen Charaktere bekommen in der Geschichte nur sehr wenig eigene Persönlichkeit und Relevanz und generell finden im Kontext Fußball auch kaum Frauen statt. Hier hätte ich mir einen Blick durchs Schlüsselloch gewünscht, wie Mutter Fatime ihre Zeit verbringt, während Jason und Mirko auf Tour sind. Konnte sie Kraft tanken? Zu Beginn spielt die gesamte Familie, insbesondere Mutter Fatime und Opa Gerd, eine wichtige Rolle. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Wochenendrebellen auf Tour sind, finden diese Personen fast nicht mehr statt. Auch wenn ich mir die Darstellung anders wünsche. Letztlich. Beruht der Film aber auf der echten Geschichte von Jason und seinem Vater Mirko. Also verstehe ich durchaus, dass damit bereits ein gewisser Rahmen vorgegeben ist. Und das ist nicht negativ, denn damit bildet der Film viel deutlicher die Realität ab, denn es werden und wurden zu Unrecht viel mehr Jungen als autistisch erkannt und diagnostiziert als Mädchen. Es ging immer noch eher Väter mit ihren Söhnen in die Fußballstadien. Es werden auch wenn sie selbst fußballfans sind eher die mütter zu hause bleiben während die väter im stadion sitzen die carearbeit wird zum großteil eher von frauen geleistet das ist die realität keine fiktion und der film kein aufklärungsfilm oder gedacht um menschen zu missionieren das bildet nun mal die lebensrealität der meisten familien mit autistischen kindern ab und eben auch die von jason und mirko nur durch diese Nähe zur Realität erhält der Charakter Jason viel mehr Persönlichkeit und Dimension und bricht dennoch im Detail so manches falsche Klischee über Autismus auf. Damit schafft der Film auf ganz eigene Art die Darstellung der Variabilität des individuellen Spektrums und der Komplexität von Autismus. Zum Beispiel sucht Jason unter bestimmten Voraussetzungen auch körperliche Nähe ist nicht grundlegend empfindlich gegenüber allen Geräuschen, meidet nicht per se unkomfortable Situationen, hat klare Ziele, will teilhaben, hat einen ausgeprägten moralischen Kompass, ist Aktivist. In verschiedenen Situationen prägen sich seine Autismussymptome verschieden aus. Er ist gesteuert von der unbedingten Notwendigkeit, alles in seiner Welt verstehen zu müssen. Er macht Witze, hat Eigene, weniger stereotype Stimming-Methoden, verwendet Ironie und Metaphern, geht mit Menschen in Beziehung und öffnet sich anderen Menschen gegenüber. Da Jason aber mit so vielen seiner persönlichen Facetten und kleinen Anekdoten dargestellt wird, wird er für mich zu einer sehr realistischen Figur, mit der ich mich trotz großer Unterschiede gut identifizieren kann. Jason betont in unserem Gespräch, dass oberste Priorität gewesen war, keinen Schaden für die autistische Community zu verursachen und dass auf keinen Fall der Eindruck entstehen durfte, dass er plötzlich auf wundersame Weise nicht mehr autistisch wäre. Beides ist mit dem grandiosen Schauspiel von Zito geglückt. Zu keinem Zeitpunkt der Geschichte entsteht der Eindruck, dass Jason in irgendeiner Form als Objekt zur Schau gestellt wird. Die Rolle des Jason dient auch nicht dem Zweck, den Vater Mirko als heldenhaften Samariter oder die Eltern als Opfer zu inszenieren. Vater Mirko wirkt oft unbeholfen und als Antagonist, der seine Frau und Kinder vernachlässigt und trotz ehrenwerter Motivation leistet er sich auch so manchen nicht unbedeutenden Fehler. Der ganze Film setzt auf Verständnis und Akzeptanz. Der Fokus liegt vielmehr darauf, Lösungen und Wege zu finden, die vielleicht unkonventionell sind, aber mit Jasons Gehirn funktionieren. Der Eindruck, dass Jason unerwünscht wäre oder in seiner Person eine Last entsteht kaum. Die Balance zwischen elternlichen Ängsten, die auch durch Vorteile geprägt wurden, der Darstellung anderer elternlicher Herausforderungen im Leben mit einem autistischen Kind. Und der Vermittlung, dass autistische Kinder so wie sie sind, richtig sind, gelingt. Als Zuschauende können wir den Entwicklungsprozess der erschrockenen und besorgten Eltern, die soeben die Diagnose erfahren, zu starken, selbstsicheren Verbündeten von Jason begleiten. In erster Linie ist Jason Mensch. Das wird zum Beispiel auch dadurch deutlich, wie Jasons Bedürfnisse, aber vor allem Grenzen respektiert werden. Im Meltdown wird Jason nicht bedrängt. Im Shutdown wird sein Rückzug respektiert. Bevor wir zu meinem Fazit kommen, ein paar Punkte zur Transparenz: Ich wurde um die Rezension weder gebeten noch dafür bezahlt. Ich habe zur Premiere in Berlin keinen Eintritt und Popcorn zahlen müssen und bekomme dreimal zwei Eintrittskarten, die ich verlosen darf. Nichts davon ist an irgendeinen Content gekoppelt oder an eine Empfehlung oder dergleichen. Mein Fazit: Die Kernbotschaft des Films lautet für mich Fußball verbindet Generationen, Männer und Frauen, alle Nationen. Denn wir Fans auf der Tribüne, wir sind alle gleich. Und damit zitiere ich Teile aus der Vereinshymne meines Lieblingsfußballvereins Borussia Dortmund. Der Film sagt dir ganz laut, so wie du bist, bist du schon richtig. Er stellt eine Gleichberechtigung zwischen Generationen, Bedürfnissen und Laubetypen her. Alles in allem kann ich sagen, dass ich extrem begeistert bin von dem Film und werde ihn mir ganz sicher nochmal ansehen. Außerdem versuche ich, alle meine Freunde und meine Familie ebenfalls davon zu überzeugen. Ich habe oft gelacht, zum Schluss vor Rührung geweint, manchmal auch an Stellen gelacht, wo kaum ein anderer gelacht hat. In nahezu jeder Situation hatte ich das Gefühl, selbst irgendein Teil der Szene zu sein. Und durch Jason und Sito kann ich sagen, dass auch ich als autistische Frau mich sehr häufig mit Jason identifizieren konnte, weil er eben echt autistisch ist und so authentisch von Zito gespielt wurde, dass die zugrunde liegenden Betriebsabläufe im Autismus-Betriebssystem trotzdem deutlich zu erkennen sind. Das, was viele Autismus-Selbstvertretende fordern, wenn es autistische Rollen in Filmen und Serien gibt, wurde bei dieser Produktion fast vollständig berücksichtigt. Denn die Geschichte basiert auf einem realen autistischen Menschen. Dieser schrieb beim Buch und auch beim Drehbuch mit, suchte aus, wer die Rolle am authentischsten spielen kann, benannte weitere autistische Menschen zur Beratung, darunter auch eine autistische Frau, wurde als Experte behandelt und ernst genommen, hat eine Gastrolle im Film gespielt, ist gleichermaßen der Star des Films wie die Hauptrollen, hat Einfluss nehmen können und beispielsweise das Ende umgeschrieben hat Begleitmaterial zum Film mit erstellt und vieles, vieles mehr. Das ist kaum zu toppen. An dieser Stelle ein Riesen danke an Jason. Dieser Film bist du. Er trägt sinnbildlich die Handschrift eines autistischen Menschen und das ist sehr deutlich spürbar. Mit diesem Review war es mein Anliegen, besonders autistischen Menschen mitzuteilen, dass viele Vorbehalte und Befürchtungen diesem Film unbegründet sind. Auf der Webseite wochenendrebell.de könnt ihr eine Liste mit sensory-friendly Screenings finden, die einen Kinobesuch für autistische Menschen noch zugänglicher und barrierefreier machen sollen. Ich kann von meiner Perspektive sagen: Nehmt euch Filter mit, also Geräuschfilter, Sonnenbrille, Lichtfilter, was ihr so benötigt, um eure Reizkanäle ein bisschen zu schützen. Ob Jason am Ende seinen Lieblingsfußballverein gefunden hat, das verrate ich natürlich nicht. Aber falls nicht, vielleicht helfen ihm ja eure Tipps. Wie bist du Fan geworden und warum? Wie würdest du Fan werden, wenn du noch keiner bist und von welchem Fußballverein bist du denn schon Fan? Diese Umwelt und ihre Systeme sind eher nicht für autistische Menschen gemacht, weil diese Behinderung von außen oft kaum zu erkennen ist, geschweige denn zu verstehen ist. Das ist so wie in einem fremden Land mit fremden Menschen und einer fremden Sprache zu leben, während aber jeder denkt, dass du dort heimisch bist und dieselbe Muttersprache sprichst und dich auch so behandeln. Daraus resultiert ein Leben voller Unverständnis und Ablehnung und dem Gefühl, es gibt keinen Platz für dich oder der Wahrnehmung, man lebe in einer eigenen Welt.